Mojang hat verkündet, dass in der nächsten Version Frösche integriert werden. Ich meine, wir haben mal keine Frösche. Und weil ich das Update nicht abwarten kann, habe ich die Frösche bereits in die jetzige, neueste Version gebracht und das naheliegendste gemacht, was jeder in meiner Situation gemacht hätte. Ich spiele Minecraft als Frosch durch. Aber Frösche sehen nicht nur total süß aus, sondern haben auch besondere Fähigkeiten. Die langsame Geschwindigkeit der Frösche wird durch ihren hohen Sprung kompensiert. Sie können ihre Beine ausdehnen und damit einen Doppelsprung machen. Monster müssen in Acht gehen. Frösche haben nämlich eine Riesenzunge und wissen, diese einzusetzen. Aber Achtung! Frösche sind Sumpftiere. Dementsprechend sollten sie alle paar Minuten ins Wasser reingehen. Sonst trocknen sie aus und sterben. Naja, dann kann die Herausforderung beginnen. Nur ein kleiner Anteil der Leute, die meine Videos schauen, sind wirklich abonniert. Deswegen, falls du noch nicht abonniert hast, dann drück auf den Abonnieren-Knopf, damit du kein Video mehr verpasst. Alles klar, es geht sofort los und ich bin tatsächlich auch in einem Sumpf gespawnt. Und hier sind auch kleine Frösche, hallo. Meine Artgenossen, ich bin richtig schnell im Wasser. Und ich habe tatsächlich ein paar Fähigkeiten, die ich halt benutzen kann mit diesem Frosch. Mein Artgenosse, nämlich kann ich ihn essen. Und ja, so sieht das Ganze von einer anderen Perspektive aus. Das ist auf jeden Fall ganz witzig. Ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass ich nicht verdurste, weil wie jeder weiß, brauchen Frösche halt richtig viel Wasser. Haben Frösche eigentlich Winterschlaf? Ich glaube schon, oder? Sind das nicht diese Tiere, die irgendwie gefrieren können und dann leben können oder so? Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Boah, ich bin richtig schnell hier. Aber ich habe als Frosch dementsprechend auch nicht so viele Herzen. Hier sind auf jeden Fall viele meiner Artgenossen, aber ich esse sie einfach. Hallo. Ich würde ganz gerne irgendwie Sachen finden, die mir irgendwie nützlich sein könnten zum Minecraft durchspielen, damit ich irgendwie hier weiterkomme. Ich brauche auf jeden Fall ein Dorf, würde ich sagen. Oder Stein oder Eisen oder Essen. Aber Essen ist, glaube ich, nicht so das große Problem, weil ich kann einfach meine Freunde essen. Kann ich als Frosch schnell im Wasser abbauen? Ich glaube schon, ne? Deswegen können wir einfach ein bisschen Zeit im Wasser verbringen. Ich glaube, das macht uns nichts aus. Ja, das ist gar kein Problem, Mann. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Eisen. So, okay, ist jetzt gerade ein bisschen dunkel, aber fürs Eisen mache ich alles. Da haben wir schon mal 6 Stück. Junge, das ist so cool, als Frosch eine Höhle zu untersuchen, zu inspizieren. Random Fakten über Frösche. Willkommen zu 10 Fakten über Frösche. Frösche wurden das erste Mal in den 70er Jahren gesichtet. Seitdem leben die unter uns. Wenn man einen Frosch küsst, kommt ein Prinz heraus. Wenn auf der gesamten Erde jeder Frosch zur selben Zeit seinen Hals aufblasen würde, würde das eine solche Zentrifugalkraft generieren, dass im Yellowstone Park ein Vulkan ausbrechen würde, der die Welt zerstören würde. Und das geht gegen die Menschenwürde. Oder so. Das Wort Frosch kommt vom Lateinischen und bedeutet so viel wie Jerome. Das heißt, alle Frösche heißen Jerome mit Vornamen. Wenn man einen Frosch wütend macht, beleidigt er einen auf persönliche Ebene und nimmt keine Acht auf jegliche Gefühle. Frösche haben 360 Grad Augen und können die so bewegen. So nach vorne und nach hinten. Frösche kommen von dem italienischen Wort Jakob. Das heißt, alle Frösche heißen Jakob mit Vornamen. Es gibt Flugfrösche. Diese sind stark verfeindet mit Flughörnchen. Die töten sich gegenseitig. Frösche werden nicht wie Menschen geboren, sondern legen Kaulquappen. Es gibt giftige Frösche und das ist eine Red Flag meiner Meinung nach. Das waren 10 Fakten über Frösche. Wow, das waren echt tolle Fakten, Mann. Okay, das war's, glaube ich, mit der Höhle. Ey, das Praktische ist halt echt, wir kriegen halt gar keinen Fallschaden. Und wir können halt immer Mobs aufessen. Das hat einen Cooldown, aber nicht so einen großen Cooldown. Guten Tag, Lavasee. Sieht das dumm aus. So, ich mache mal erstmal einen kleinen Ofen. In den Ofen werde ich mein Eisen reintun. Hallo, guten Tag. Junge, ich falle hier gar nicht auf. Die denken, ich bin Familie. Was ist denn das? Yo, das ist das neue Biom. Ey, Leute, das schauen wir uns ganz kurz an. Das ist nämlich das neue Mangrovenbiom. Meine Freunde, meine Familie und ein Dorf. Oh mein Gott, wir gehen dahin auf jeden Fall. Aber zuerst esse ich den hier. Hä? Oh, guten Tag. Ich falle hier gar nicht auf. Oh, vielleicht doch. Leute, Na, yo, die gehen auf meine Seite. Scheiße, Mann. Die haben es gecheckt, dass ich nicht der Echte bin. Wird es gerade ernsthaft Nacht? Okay, wir müssen auch ehrlich aufpassen, dass nicht, dass ich sterbe. Ein Monster oder so. Oh, da hinten ist der Iron Golem. Werde ich den Eisen Golem irgendwie töten können? Kann ich ihn aber aufessen? Ja, kann ich, aber dann habe ich... Oh mein Gott, wie süß. Ich werde jetzt erstmal diesen Typen hier töten. Ich muss aber ehrlich aufpassen, weil ich bin One-Hit. Und ich weiß nicht, wie die Range ist. Kann ich ihn so hitten? Oh nein, oh mein Gott. Okay. Oh nein, nein, oh mein Gott, nein. Oh, scheiße. Ich kann das voll schlecht kontrollieren. Wo ist der Eisengolem? Da ist er. Okay, kann ich ihn von hier aus töten? Ich muss echt aufpassen. Ich habe so Angst, Mann. Bitte, bitte komm nicht näher. Bitte, ich bin nur ein normaler Frosch. Du kannst mir vertrauen. Er ist tot. Ich danke für das Eisen. Ich würde aber ganz gerne einen Bogen haben, weil ich glaube, im Nether ist es gar nicht mal so einfach. Von welcher Richtung komme ich? Oh mein Gott, ich habe die Richtung vergessen. Nein, ich komme schon von der Richtung. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, ich komme von der Richtung. Ja, dann geht's wieder ab zu meinen Freunden. Zack. Und Sprung. Dieses Boosting ist so geil, Mann. Damit ist man so schnell und effektiv. Und gut aussehen zugleich, Mann. Aber ich bin ja auch ein Frosch und das ist selbstverständlich, Mann. Schaut euch erstmal an, wie das aussieht. Oh nein! Oh mein Gott! Okay. Gut, dass ich keinen Fallschaden bekomme. Das ist ein Fuchs. Kann ich den essen? Hi! Bin ich schneller als der? Oh mein Gott! Der will ihn töten. Hä? Warum hassen die den? Yo, wie tief geht's da runter, Mann? Ich bräuchte auf jeden Fall einen Lavasee. Oh, das ist ein Enderman. Oh mein Gott, das ist ein Skelett. Okay, ich muss aufpassen. Ich muss echt aufpassen. Ich bin nämlich... Ich habe keine Rüstung an. Muss man bedenken. Ah, oh mein Gott, sind hier viele Tiere. Oh, hallo Leute, guten Tag. Ich bin ein Frosch. Okay, ich gehe wieder weg. Ich gehe wieder weg. Ich bin auch kurz vorm Austrocknen. Okay.
Okay, ich muss weg hier, ich muss weg hier, ich muss weg hier. Oh, nein, 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 zwei Herzen. Ah, ich trockne aus und ich sterbe. Warum bin ich in diese Höhle gegangen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, zack. Ah, nein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, zack, einfach hochgehen, einfach nach oben, einfach nach oben. Okay, jetzt trockne ich aus, okay, zack, deswegen... Gehe ich einfach kurz ins Wasser und beruhige mich einfach ein bisschen. Yo, was ein Riesenberg! Junge, ich habe irgendwie das Bedürfnis, diesen Berg zu erklimmen. Dieser Doppelsprung vom Frosch ist so cool. Hä, ist das ein Dorf? Ich glaube, ich habe Dorf gehört. Wow! Oh nein! Ist das eine Schmiede? Nein. Und ich bin gerade aus dem reingefallen. Wie geil. Was ist hier drin? Oh, let's go! Hä? Okay, das war lucky. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich habe seit sau lang keinen Frosch mehr im Real Life gesehen. Die sind sau selten auch, ne? Schreibt mal in die Kommentare, wann ihr das letzte Mal einen Frosch gesehen habt. Oh, Gravel! Let's go. Okay, wir machen uns jetzt ein Fletching Table. Ich bräuchte trotzdem einen Bogen, glaube ich. Ich glaube, als Frosch hat man nicht die besten Aussichten, gegen einen riesen Tyrannen Ender Dragon zu kämpfen. Oh, let's go! Einen Bogen und ich habe mir jetzt ein paar Pfeile gekauft. Junge, wie sieht das aus, wenn ich schwimme? Ich sehe meine Beute. Hallo, guten Tag, Mr. Squid. Lecker. Was ist das denn? Junge, eine schwebende Insel. Oh mein Gott, wie cool. Oh mein Gott, wie cool. Was? Okay, das war nicht geplant. Ich war voll abgelenkt von der Insel. Aber ich habe Lava gefunden. Das ist schon mal ganz gut. Ich würde sagen, ich nehme einfach die Lava von hier mit. Und ich brauche dann nur noch eine Lava. Oh, Hot Stuff. Alter. Einfach so ein Frosch, wie er so ein Lava-Portal gießt. Das sieht so dumm aus. So, das Portal steht. Jetzt muss ich nur noch einen flitten Stil herstellen und dann sofort in den Nether reingehen. Und da wird mich, glaube ich, sehr viel erwarten. Und ich glaube nicht, dass ich das gut durchstehen werde. Tada, ab in den Nether. Oh. Oh, oh, okay. Nee, das wollte ich nicht. Oh, eine Nether-Festung. Okay, das ist actually ziemlich strong. Ich habe einen Plan. Ich werde mich hier hinbauen und die Sachen einfach abschießen. Die Blazes. Okay, das Ding ist halt, ich kann den Dingern, den Blazes so krass ausweichen, weil ich einfach ein Übermensch bin. Ein Überfrosch. Okay, doch nicht. Oh mein Gott, weg hier, weg hier. Ja. Okay, ich habe zwei Herzen, aber das ist nicht schlimm. Okay, ich muss auch aufpassen, dass ich nicht austrockne. Okay, da vorne ist ein Blaze. Ich werde es töten. Zack, let's go. Okay, wir haben nur eine Blaze Rod und wir brauchen ungefähr 7, glaube ich. Das kann tatsächlich zu einem Problem werden, aber es muss nicht. Ich glaube, ich werde einfach meine Froschkünste unter Beweis stellen. Ich werde einen essen und den Rest einfach so töten. Okay, da sind Dingens. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Das ist ein Schleim. Den kann ich auch essen. Oh. Blocken. Blocken. Stirb. Tot. Junge, es ist richtig... Ich kann nicht richtig moven. Ich muss halt die ganze Zeit springen, weil sonst kann ich mich nicht weiter bewegen. Aber dadurch habe ich halt auch irgendwie keine Kontrolle. Oh, das ist richtig schwer. Ah. So, weg ist er. Und eine Blaze Rod gedroppt. Das ist schon mal sehr gut. Und da vorne sind auch schon die nächsten Blazes. Okay, oh, hier... Kann ich mich tatsächlich sehr gut einnisten und dann zack. Boots, Mann. Die Blazes können mich hier nicht so super sehen. Das heißt, ich brauche noch 2 und dann würde ich auch erstmal ein bisschen Gold farmen. Ich glaube, das wäre sehr sinnvoll. Oh, Alter, ich mache so einen richtig nicen Power-Move. Pass auf. Ich kann nämlich perfekt ausweichen und reinperchen. Oh, der hat mich getroffen, aber der andere nicht. Und das ist auch die 7. Blaze Rod. Oh, ich sehe da unten auch schon den Hauptgewinn. Okay, jetzt würde man sagen, der Typ macht dich One-Hit-Air vor. Das ist richtig dumm, da reinzugehen. Leute, ich kann ihn einfach aufessen. Das ist gar kein Problem. Pass auf. Lecker. Danke, Mann. Wo ist die Kiste hier? Okay, wir haben gute Sachen. Ich kann eine Diaspitzhacke machen. Das ist super. Gut, dass ich meine Werkbank mitgenommen habe. Zack, eine Diaspitzhacke ist gecraftet. Und jetzt kann ich das gesamte Gold hier abbauen. Da baue ich jetzt einfach die Goldblöcke ab. Hahaha. Guten Tag, Goldblöcke. Damit kann ich mir auf jeden Fall ganz viele Enderperlen traden. Und das habe ich dann noch gemacht. Mit den gewonnenen Enderperlen bin ich wieder in die Oberwelt gegangen und habe das Endportal gesucht. So, dann gehe ich jetzt mal Richtung End. Und dann besiegen wir den Enderdrachen. Der Enderdrache hat es nicht anders verdient. Es gibt nur eine Eidechse in diesem Spiel. Und das ist ein Frosch. Ist ein Frosch eine Eidechse? Nein. Was ist ein Frosch überhaupt? Was ist ein Frosch? Eine Amphibie. Eine Amphibie. Okay, also hier hinten. Oh, direkt hier unten runter, okay. Okay, dann muss ich jetzt nur noch durch das Labyrinth irgendwie. Vielleicht trifft man hier auf den einen oder anderen Mob. Oh! Oh mein Gott! Was? Halbes Herz, okay. Hallo, Spawnraum! Okay, es ist ein Auge schon drin. Das heißt, ich hätte mir 2 Enderaugen einfach ersparen können. Aber das ist gar nicht schlimm, weil wir gehen jetzt ins End rein. Ich bin brin. Das ist dumm aus. Imagine ein Frauspieler von Minecraft durch. Okay, let's go! Tatsächlich kann ich mir hier mich einfach hier so hochbauen und zack machen. Und dann bin ich jetzt schon bei den Dingern und kann es einfach abschießen. Zack. Und weg ist er. Oh, das macht aber viel Schaden. Da muss ich echt aufpassen. Oh nein.
Ich krieg sowieso keinen Fallschaden, deswegen ist das alles easy. Kann ich diese Kristalle essen? Oh mein Gott, das probiere ich gleich aus. Ich probiere mal diesen kleinen. Hallo. Okay, es funktioniert nicht. Oh, krass, okay. Ich kann auch so machen. Oh, war das knapp, Alter. Ich hätte mich fast selbst getötet mit dieser Explosion. Gut. Dann steht uns zwei nichts mehr im Weg, Mann. Fritz, das, Mann. Okay, jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Das ist schlecht. Ah! Einen gegessen und den anderen kriege ich nicht. Oh mein Gott, ich muss weg. Okay, mein Essen. Ah! Okay, ich bin tot. Alter, ich bin doch einfach nur ein normaler Frosch, der einfach nur leben will. Ach du Scheiße. Junge, wenn ich jetzt an Endermänner sterbe, das wäre so low. Ah! Wow.